Jo meine Leute, herzlich willkommen zum fünften Spieltag der Regionalliga West Prediction für die Saison 2021-2022. Let's go! Heute um 14 Uhr SV Lippstadt gewinnt. Verliert gegen Sportfreunde Lotte 1:2. VfB Homburg verliert gegen Rot-Weiß Aalen mit 2:3. FC Schalke 04 2 gewinnt gegen FC Wegberg Weg mit 1:0. Rot-Weiß Oberhausen gewinnt gegen Borussia Mönchengladbach 2 mit 2:0. Preußen Münster gewinnt gegen SV Rödinghausen mit 2:1. KFC Uerdingen verliert gegen Alemannia Aachen mit 2:3. Dann eine abgesagte Partie. SC Wiedenbrück verliert gegen 1. FC Köln 2 mit 1:2. Dann SC Fortuna Köln gewinnt gegen SV Strehalen mit 2:1. Bonner SC verliert gegen Wuppertaler SV mit 2:3. Und am 26.10. um 19 Uhr Fortuna Düsseldorf 2 gewinnt gegen Rot-Weiß Essen mit 2:1. So, das war's vom fünften Spieltag der Regionalliga West Prediction für die Saison 2021-2022. So, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Vergesst kein Abo. Daneben ist die Glocke, die nicht vergessen zu aktivieren. Und wir sehen uns. Ciao.